Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Lumberjacks Dynasty. In der letzten Folge haben wir unserem Onkel ein bisschen geholfen und haben auch mal hier so ein bisschen die Farm kennengelernt, die doch ziemlich reparaturbedürftig ist. Und da haben wir noch einiges zu tun in den nächsten Folgen. Jetzt machen wir aber erstmal zu unserem guten Tantchen und die zeigt uns jetzt mal das Haus, in dem wir wahrscheinlich die nächsten Wochen erstmal schlafen werden. Hallo Kleine. Auch das Haus ist renovierungsbedürftig, aber für den Moment sollte es reichen. Es tut uns leid, dass wir nichts Besseres anbieten können, aber es gibt ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Du kannst hier kochen und dich entspannen. Das reicht doch vollkommen aus, mehr braucht man doch gar nicht. Die Laternen gehen an, schön. Haben wir eine Uhrzeit im Spiel? Finden wir vielleicht auch noch raus? Solange ich eine warme Decke habe, unter die ich pupsen kann, ist alles in Ordnung. Mehr brauche ich nicht zum Überleben. Stell dich doch mal den Nachbarn vor. Ich bin sicher, dass sie auch helfen werden. Wir haben Fischer, Kräuterkundige, Bauern, alles Mögliche. Friedliche und freundliche Menschen. Ich komme aber doch. Es gibt viel zu tun im Sägewerk. Wenn du dich etwas ausgeruht hast, solltest du es dir unbedingt ansehen. Ich glaube fest, dass du es wieder zum Laufen bekommst. Vielleicht sogar profitabel. Und denk dran, wann immer du etwas brauchst, komm jederzeit zu uns. Ich habe immer etwas Leckeres für dich. Du musst essen und schlafen, um gesund und stark zu sein. Bis bald. Ich wollte sagen, ich bin aber doch ein Stadtmensch. Ich möchte meine Nachbarn nicht kennenlernen. Ich lebe lieber für mich. Das wissen die anscheinend noch nicht so genau, aber na gut. Also sie hat schon mal immer was Leckeres für uns. Das klingt auf jeden Fall gut. Wir haben ein paar Nachbarn, mit denen wir wahrscheinlich sehr oft Handel betreiben müssen, damit das Ganze hier vorangeht. Also ich habe auf jeden Fall richtig Lust und bin richtig, richtig motiviert, hier die Farm ordentlich aufzubauen. Und am Ende werden wir hier noch eine internationale Milliardenfirma, die Bretter in die ganze Welt liefert. Das ist meine Vision. Ich muss sagen, klar, ist jetzt nicht mehr das neueste Haus. Vielleicht auch ein bisschen Windzug in der Wohnung oder in der Bude. Aber naja, Mensch, was soll's? So, wir machen die Tür zu. Warum sollte man hier von innen anklopfen können? Haben die Tür falsch rum eingebaut? Nee, von außen gibt's das auch. Naja, gut. Wer weiß, wenn einer von außen dran klopft, kann man auch von innen wieder dran klopfen. Ist doch schön. Das macht man so lange, bis man sich dann hier durch den Spalt die Hände schüttelt. Schön. Okay. Hier, kleiner Flur. Sieht ein bisschen nach Ikea aus. Tür wieder zu. Oh, und die Pflanzen haben sie sich auf jeden Fall gekümmert. Also die Inneneinrichtung sieht ziemlich neu aus. Und generell das Haus von innen, das sieht doch mega geil aus. Okay, hier haben wir eine kleine Stolperfalle. Falls man mal ein bisschen Abkühlung für die Füße braucht, einfach in den Keller halten. Guckt euch doch mal die Küche an. Wahnsinn. Da sagen die, das ist, ja, tut uns leid, wir können dir nichts Besseres bieten. Also das sind ja ganz schöne Bonsen hier. Ist doch mega geil. Also den Stuhl hätte man mal noch anstellen können, ne? Okay, haben sie nicht gemacht, geht auch nicht. Egal. Also sieht doch sehr, sehr schön hier aus. Gefällt mir. Ein Fernseher fehlt noch. Dafür viele Bücher. Soll uns das etwas sagen? Lichtschalter. Okay, wir können es anmachen. Sehr schön. Machen wir aber natürlich erstmal aus. Die sind hier kurz vorm Verkauf. Da müssen wir nicht noch die Stromrechnung in die Höhe treiben. So, was haben wir denn hier Schönes? Alles voller Bettlaken. Wir haben anscheinend mitbekommen, dass ich Bettnässer bin und haben ja schon mal ein paar hingelegt. Machen wir Tür auch wieder zu. Keller haben wir anscheinend auch noch. Kommen wir aber höchstwahrscheinlich vielleicht von außen durch so eine kleine Tür rein oder vielleicht doch von woanders. Das gucken wir uns später mal an. So, Treppenaufgang hoch. Ein schönes Bild. Ach, von der Farm. Schaut mal, das ist doch rechts unser Haus, oder? Haben wir einen Fluss daneben? Kann mich leider nicht hinhocken. Das gucken wir uns morgen früh mal an, wenn es hell ist. Ah, das sieht stark nach unserem Haus aus. Okay. Mensch, auch noch ganz schön viel. Oh, ein Dachboden auch noch. Und wir können sogar hochgehen. Geil. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, Mensch, da ist doch richtig Potenzial hier im Haus. Hoffentlich können wir hier noch ein paar Dinge bauen und uns das alles schön machen. Das wäre sehr, sehr geil. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schlafzimmer. Boah, wir haben sogar noch so eine geile Terrasse hier. Ach ja, wir sind hier direkt am Fluss. Von der Rückseite dann. Also ist es tatsächlich unser Haus. Ja Mensch, was gibt's Schöneres als ein Haus hier schön in der Natur mit einer kleinen Farm vor so einem
kleinen Bach oder eher gesagt einem Fluss. So klein ist es gar nicht. Schaut dort mit kleinen Tieren. Ach Mensch, das ist doch der Traum von einem Eigenheim hier. Gut, hier haben wir das Bett. Lasst uns mal noch kurz die anderen Räume anschauen. Ja, höchstwahrscheinlich ein Gästezimmer. Ich möchte keine Gäste. Es ist mein Haus. Vielleicht vermiete ich es schwarz unter, ohne das unserer Tante und unserem Onkel zu sagen. Und machen wir hier nebenbei noch ein bisschen illegale Einkünfte. Finanzamt wird natürlich auch nichts verraten. So, was haben wir hier? Alter, guckt euch dieses luxuriöse Bad an. Die Waschmaschine hätte ich vielleicht eher hier in die Ecke gestellt, aber wenn der Anschluss natürlich da drüben ist, ne? Geile Dusche, aber leider nicht barrierefrei. Ja, wenn ich mir hier einmal das Knie verdrehe, dann muss die gute Auntie mich unten rumwaschen. Und nicht nur dort, sondern überall. Okay, und ein Scheißhaus. Alles klar, ich möchte nicht so viel Zeit vertrödeln. Tut mir leid, falls ich es hier etwas in die Länge ziehe. Aber ich gucke mir die Sachen immer erstmal ganz gerne an. Bevor ich hier weitermache. So, dann lasst uns mal schlafen. Können wir die Rollos noch runter machen? Ne, Fenster auf. Ja, das wäre schon wichtig noch beim Schlafen. Terrassentür machen wir mal lieber zu. Nicht, dass doch noch ein Einbrecher kommt. Und dann geht's ab in die Haier. Stand da gerade für eine Woche schlafen? Ich konnte es jetzt gar nicht so schnell lesen. Für eine Woche ausruhen mit Enter. Was zur Hölle? Ach, schöne Musik zum frühen Morgen aufstehen. Warum sollte ich mich für eine Woche ausruhen? Okay. Scheint wirklich sehr harte Arbeit hier zu sein. So, Tür zu. Ich habe gesehen in der ersten Aufnahme, dass so ein kleiner Blauschimmer hier sind hier LEDs drunter verbaut. In der ersten Aufnahme habe ich gesehen, dass am Anfang die Videosequenz leider dann etwas ruckelig war. Ich weiß nicht warum, weil ansonsten läuft das Spiel ja sehr flüssig. Und auch nicht alles von der Videosequenz, sondern nur ein Stückchen. Ich wollte es jetzt aber nicht nochmal neu aufnehmen und die Qualität des Spiels runterschrauben, bloß wegen dieser Videosequenz. Also nehmt es mir bitte nicht übel. Ich lasse das hier auf höchsten Einstellungen, also es läuft gerade auf höchsten Einstellungen. Und wenn es dafür ab und zu mal in einer Videosequenz ruckelt, dann denke ich mal, nehmen wir das doch gerne in Kauf. Dafür, dass das Spiel ansonsten halt die ganze Zeit schöner aussieht und flüssig läuft. Gut, Tür zu. Und dann machen wir uns mal wieder auf zur Arbeit. Eigentlich habe ich keine Lust. Gibt es hier einen Arzt in der Nachbarschaft? Da würde ich euch einen gelben Zettel vorbeibringen. Und ich bin ja gar nicht angestellt bei denen. Das bringt mir gar nichts. Ich sag einfach, ich habe Corona. Ich saß nämlich auch im Bus am Anfang nicht mit Mundschutz drin. Habt das gesehen? Kein Wunder, wenn hier bald alles pleite geht. Hat gar nichts damit zu tun, dass ihr alt seid. Ihr haltet euch einfach nicht an die Sicherheitsmaßnahmen. Gut, also rennen können wir auch. Ui, vors Auto rennen vielleicht nicht unbedingt. Ah, die Autofahrer sind sowieso sehr nett hier, wie das auf dem Dorf so ist. Na? Hallo? Jetzt. Wir haben uns auf jeden Fall immer mal wieder Vorfahrt gegönnt. Und das vor allem einem Traktor. Wer gibt einem Traktor Vorfahrt? Freiwillig. Das macht niemand. Jeder möchte vor dem sein und nicht dahinter. Also von daher sehr, sehr nette Nachbarn. Vielleicht machen wir aber auch einfach die besten Bretter Hallo. Weit und breit. Schön, dich zu sehen. Hallo Tante, wie geht es dir? Brauchst du meine Hilfe bei irgendetwas? Ich muss dich etwas fragen. Ich muss los. Tschüss. Nein, wir fragen erstmal, wie es dir geht. Hallo Tante, wie geht es dir? Mir geht's prächtig, aber du siehst hungrig aus. Hier, das habe ich für dich vorbereitet. Na, was denn? Brauchst du meine Hilfe bei irgendetwas? Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ich habe schon eine ganze Weile nichts von Lilly gehört. Würdest du rübergehen und nachsehen, ob es ihr gut geht? Sie ist Botanikerin, also könnte sie dir ein oder zwei Dinge beibringen. Ich muss dich etwas fragen. Ich muss dich was fragen. Natürlich. Was möchtest du wissen? Was mache ich mit dem Gewächshaus? Was mache ich mit dem Gewächshaus? Wozu es da ist? Nun, hier kannst du schnell Gemüse anbauen. Du kannst Setzlinge und Saatgut im Laden kaufen, um sie im Gewächshaus anzupflanzen. Wenn du dein Gemüse gut pflegst, es feucht und warm hältst, wird es gut gedeihen. Gemüse kann immer verkauft oder zum Kochen genutzt werden. Das war mir schon bewusst. Gut, dann machen wir erstmal los. Ich muss los. Einen schönen Tag noch. Ich sollte vielleicht aufhören, das immer erstmal vorzulesen, weil er spricht es ja auch nochmal nach. Entschuldigung dafür. Werde ich in Zukunft lassen, dann hört ihr es nicht immer doppelt. Ist aber bei den meisten Spielen nicht so, dass der eigene Charakter dann auch nochmal spricht. Von daher tut mir sehr, sehr leid. Bitte seid nicht böse. So, oh nein, wir verstecken uns vorm Onkel. Der hat wieder Arbeit für uns. Er hat uns nicht gesehen, ein Glück. Naja, wir sollen ja mal nach Lilly schauen.
Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Verdammt. Ja, tatsächlich. Unser Pickup Christine steht im Wald. Sie ist nicht viel wert, aber es wäre schade, wenn sie abhanden käme. Würde es dir etwas ausmachen, sie wieder hierher zu fahren? Ja, die Christine, die steht im Wald, ist zwar nicht viel wert. Arme Christine. Gut, also einmal Pickup fahren und einmal Lilly. Ich würde sagen, wir schauen erstmal nach der Lilly. Nicht, dass es der schlecht geht und hier jede Sekunde zählt. Wir gucken mal kurz. Hier hinten ist Christine. Hier sind wir. Ach so, aber wo ist denn... Können wir die andere Quest noch auswählen? Sonstiges, Werkzeug, Essen, Spielinformationen und Statistiken? Anscheinend nicht. Zumindest sehe ich jetzt gerade nur das hier oben. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir vielleicht doch erstmal nach der Christine. Weil ich gerade nicht so ganz weiß, wie ich die andere Quest auswählen kann. Vielleicht ist es auch gar keine Quest, sondern einfach nur ein Tipp, dass wir mal rübergehen sollen. Das kann natürlich auch sein. Hier, ich lasse euch das Hoftor mal offen, dann kannst du hier schön weiterkehren. So, manchmal ganz schön viel Betrieb hier auf den Straßen. Gut, genau, da war die Bushaltestelle. Okay, alles klar. Also das gehört auch noch zu denen. Das hier drüben ist das und das ist den ihr Wohnreich hier. Alles klar. Da haben wir den Traktor, den hat er noch in der Nacht rübergefahren, von hier nach dort. Ich würde ganz gern mit dem Pickup fahren, aber der Pickup steht jetzt natürlich... Ist wahrscheinlich hier hinten. Er wird mir nicht mal mehr angezeigt. Ach doch, ach, Christine ist der alte Pickup. Mensch, jetzt habe ich es erst kapiert. Ich dachte, das ist ein Traktor. Entschuldigung. Ah, die sind alle nett, die Bremsen. Das finde ich cool gemacht. Ja, ich würde sagen, wir müssen laufen. Jetzt mit dem Traktor hinterfahren macht natürlich auch nicht viel Sinn. Nehmt diese For-Sale-Schilder wieder ab. Und noch ein paar Äpfel. Die nehmen wir natürlich noch sehr, sehr gerne mit. So, alles klar. Wie sieht's denn hungertechnisch aus? Was hat uns denn eigentlich die Gute gegeben? Sie meint ja, ich habe was Schönes für dich gekocht. Und wir haben Bier einstecken. Vermutlich alkoholfrei. Was? Schweinerei. Essen, essen, essen. So, dann haben wir wieder 99. Schlaf haben wir auch genug. Dann kann's doch losgehen. Dann holen wir den Pickup wieder. So, das hier ist das Sägewerk. Hier spülst dann anscheinend die Bretter an. Gucken wir uns aber alles später an. Ich denke, da wird uns das Spiel noch früh genug hinführen, dass wir jetzt keine Zeit verschwenden müssen. Eine sehr friedliche Atmosphäre. Ich finde das auch mit den Bäumen ganz hübsch gemacht. Ich weiß nicht genau, was mir daran gefällt, aber es gefällt mir auf jeden Fall. Auch mit dieser Hintergrundunschärfe, dass dann immer so etwas unscharf wird. Alles sehr, sehr hübsch gemacht. So, da haben wir sie. Hallo Christine. Komm, wir holen dich wieder. Ich dachte, das ist mein Pickup. Ich hoffe, der schenkt den uns noch. Er jetzt meinte sein alter Pickup. Das gibt's ja wohl nicht. Also, ne? Kleines Willkommensgeschenk zumindest dafür, dass ich euch helfe. Wäre doch angebracht. Dann lasst uns mal schnell zurückfahren. Können wir eigentlich hupen? Naja, wir können Ingenieursblick während dem Fahren anwenden. Dann sehen wir gleich... wir genügend Öl im Auto haben. So. Die halten alle für uns an. Das ist echt nett. Haben wir hier auch Licht? Ja, danke. So, bloß ein bisschen in den Graben gefahren, weil ich währenddessen die Lichthupe gesucht habe. Aber lieber bedanken. Und dafür kaputtes Auto. Als ordentlich fahren und nicht bedanken. Gut. Ach, Kameraposition könnten wir hier auch noch ändern. Aber ich glaube, das finde ich so in der Ansicht schöner. Bloß mit dem Traktor, das macht sich nicht so schön. So, reicht das jetzt, wenn wir hier hinfahren? Nö, natürlich nicht. Na gut, dass wir das Tor aufgelassen haben. Als hätte ich es gewusst und ich habe es nicht gewusst. Hier. Natürlich mal interessant zu wissen, ob wir den umfahren können, aber das probieren wir nicht aus. Ausgezeichnet, danke. Wenn ich so darüber nachdenke, könntest du sie mehr als wir brauchen. Nimm sie doch, solange du hier bist. Sie macht nicht viel her, aber ich bin sicher, du wirst sie mögen. Du solltest zu Oliver gehen. Das letzte Mal erwähnte er seine Scheune, die repariert werden muss. Vielleicht kannst du ihm helfen. Es ist mir irgendwie unangenehm, dich zu fragen. Aber du hast unser altes Haus und unsere Wirtschaftsgebäude gesehen. Sie sind alt und in einem wirklich schlechten Zustand. Aber ich bin sicher, dass du sie auf Vordermann bringen könntest. Was meinst du? Uns alten Leuten so zu helfen? Wir würden den zusätzlichen Erlös teilen. Sobald wir verkauft haben.
Ich kann dich jetzt leider nicht bezahlen, aber wenn du mit anpackst, kannst du hier auch angenehm wohnen. Was soll denn das? Kein zusätzlicher Erlös. Ich möchte das hier behalten. So viel Arbeit und keine Bezahlung, tut mir leid, Onkel, diesmal nicht. Also ich würde gerne wissen, was passiert, wenn wir das drücken, aber das werden wir nicht machen. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das klingt gut, ich werde mich darum kümmern. Das klingt gut. Ich werde mich drum kümmern. Ich frage mich bloß, warum wir jetzt noch dem Oliver helfen sollen, unserem Nachbarn. So, wir haben 1250 Euro. Also doch einmal einen Mindestlohn bekommen. 1100 Sozialpunkte. Und wir haben, ja, hier oben haben wir die Uhrzeit. 7.17 Uhr, Mittwoch, 3. Juli. Okay. Dann, vor allem warum, schade, es 3. Juli ist. Es hätte fast gepasst. Wir haben heute 30. Juni. Schade, na gut. Das haben wir uns das letzte Mal hier alles schon angeschaut. Essen und so haben wir auch schon. Das heißt, wir gucken jetzt eventuell wirklich mal. Was, rede mit Tante Grace, ein kleines Geheimnis. Vielleicht hat sie sich in uns verliebt und möchte mit uns im Haus wohnen. Wir bringen ihn einfach um fürs Erbe. Okay, du erhältst alter Pickup. Sehr schön, wir haben ihn bekommen. Das freut mich. Wieder eine Sache, ich sag's davor noch. Wäre schön, wenn wir den kriegen und wir kriegen ihn. Cool, ich hab's wirklich noch nicht angezockt. Nicht, dass ihr denkt, also ich hab's eine Minute angespielt. Für die Aufnahmesituation. Aufnahmesituation, genau. Für die Aufnahmeeinstellung, Sound und so weiter. Um zu gucken, dass das im Verhältnis zu meiner Stimme alles passt. Aber soweit tatsächlich noch nicht. Okay, dann lasst uns mal schauen. Was haben wir denn hier? Ein kleines Geheimnis, Tante Grace. Und hier eine Bleibe, repariere alle Hofgebäude. Ja, ich würde sagen, wir reparieren erst mal eine Runde. Wir haben ja in der letzten Folge angefangen mit dem Dach. Nö, du kannst ruhig fahren, aber danke. Ach, wenn das immer so wäre auf der Straße. Dann würde es wahrscheinlich viel mehr Stau geben, aber trotzdem. So, wollen wir es einfach abreißen? Nö, können wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal mit dem Dach weiter. Einmal hier hoch. Die Seite hatten wir ja komplett fertig und ich denke mal fast, dass die andere Seite auch noch... Na genau, hier war mal, hier ist noch. So, zack. Uiuiui. Muss wirklich noch gucken, wie wir das genau machen mit auf Dach rumlaufen. Das ist teilweise sehr, sehr kritisch. Mal ganz, ganz vorsichtig sein. Können wir immer bloß so schräg laufen. Nein. Ja, okay. So, hier drüben noch. Einmal zack. Alles drin in der Nagelpistole. Bretter, Dachziegel, alles dabei. Das ist ein Multifunktionsgerät. Ui. So, und einmal noch hier und einmal noch hier. Okay, das war dann auch weg. Damit haben wir es doch geschafft, oder? Es sieht zumindest erstmal ordentlich repariert aus. Dann lasst uns mal hier runterspringen. Ist doch nicht so hoch, ne? Nö. Dann bringen wir hier den ganzen Spaß von außen noch in Ordnung. Lasst uns das auf jeden Fall noch schnell erledigen. Und dann sprechen wir mal mit der Tante drüben. Huch. Ich habe jetzt hier in der Aufnahme auch nochmal die Stimmen etwas lauter gestellt. Weil leider tatsächlich, wenn die Charaktere hier etwas weiter wegstehen, wie in der letzten Folge der Onkel, als wir die Säge, oder als wir den Baum gefällt haben, besser gesagt, dann ist die Stimme doch sehr, sehr leise. Und damit ihr das besser versteht, habe ich es jetzt hier mal etwas lauter gestellt. Ich hoffe, es ist in Ordnung so. Ich schaue es mir dann natürlich im Nachhinein nochmal an. So. Und hier. Ach, wie schön friedlich. Gut, dann haben wir das. Mal gucken, hatten wir hier vorne noch was, aber ich glaube, das haben wir ja schon repariert, ne? Aber es gibt jetzt... Achso, wir können nochmal Ingenieursansicht. Alles klar, die hatte ich schon wieder vergessen. So, Stall für Tiere, genau, hier ist noch was. Okay. 1, 2 und 3. Ah, und hier noch, okay. Na, zum Glück gibt es die Ingenieursansicht. Die hilft gerade wirklich gut weiter. So, dann lasst uns mal noch hier rein. War hier nicht... Doch, öffnen. Jetzt. Und dann machen wir den Spaß hier noch ganz. Und dann sollten wir es doch geschafft haben. Und dann gucken wir mal, was unsere Tante für ein kleines Geheimnis hat. Vielleicht halten sie kleine Sklavenkinder hier in den Kellern. Man weiß es alles nicht. Es sind immer die Personen, von denen man es am wenigsten erwartet.
So, hier drüben ist noch kaputt. Dann machen wir hier nochmal raus. Wir lassen das Tor gleich mal offen. Sind ja noch keine Tiere drin, kann ja nicht viel ausbüchsen. So, einmal hier. Die Mülltonne auch reparieren, okay. War ein kleines Loch drin. So, haben wir es denn bald? Also ich glaube, wir haben es geschafft. Uns nochmal ganz kurz rundherum gucken. Aber es sieht verdammt gut aus. Okay, sehr schön. Ach nein, hier noch. Okay. Noch eine Bank. Und dieser Pavillon oder diese Überdachung. Auch noch. Und hier nochmal. Und hier nochmal. Jetzt haben wir es. Schade, ich hätte gedacht, wir kriegen dafür vielleicht Punkte. Oder zumindest eine kurze Info, dass wir alles repariert haben. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Na gut. Dann lasst uns zur Auntie machen. So, können wir das Gerüst dann auch wieder abbauen? Lasst uns das mal noch ganz kurz probieren. Ich wüsste tatsächlich nicht, wie. Wenn ich jetzt Gerüst in die Hand nehme? Nö. Ich kann hier drüben noch Gerüst bauen, aber brauchen wir ja nicht. Okay, also das Gerüst bleibt für immer stehen, für den Fall, dass in den nächsten Jahren nochmal was abfällt. Na gut, dann bleibt's halt so stehen. Was haben wir hier schön? Ist eine kleine Feuerstätte. Ach, ist das nicht schön. Was für ein friedliches Spiel. Was ist denn da oben? Was sollen wir hier tun? Ich denke, es hat was mit dem Ding hier zu tun. Aber ich weiß nicht genau. Lasst uns nochmal kurz auf die Karte schauen. Eine Bleibe. Ach so, das steht einfach für das komplette Grundstück hier. Alles klar. Das habe ich jetzt nicht so schnell kapiert. Ich dachte, es hat was mit diesem komischen Teil dort zu tun. Okay, dann lasst uns zur Tante machen und dann fragen wir sie mal, was die so zu verbergen hat. Beziehungsweise gleich nicht mehr zu verbergen hat. Hallo Onkel, ich habe alles repariert. Und das ohne Bezahlung, du kleiner Sklaventreiber. So, das kleine Geheimnis sehen wir dann aber in der nächsten Folge, denn es ist schon wieder Zeit für eine Folgenpause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 20 Uhr kommt dann die nächste Folge und dann bis dahin. Macht's gut.